Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Evil Within. So. Gehen wir's an. Also, ich vergleiche das Spiel ja immer so gern mit Resident Evil 4, ne? Weil, es sollte ihm ja ziemlich verwandt sein, ne? Verwandt ist jetzt vielleicht falsch gesagt, aber es soll ähnlich sein. Ähnlich ist auch falsch. Also die Machart, ne? Also die, wie soll ich sagen, Grafik und so, ne? Das sollte eben sehr ähnlich sein, auch mit Schießen und so weiter. Das stimmt schon, aber pff, das ist schon ein hartes Kaliber, ne? Passt. Okay. Es ist doch noch nicht so schlimm, wie ich gedacht hatte. Ich glaube, das geht nochmal speichern, oder? Ich glaube, das gehe ich fix speichern. Es ist jetzt keine Zombie-Apokalypse gekommen, wie ich befürchtet hatte. Ich bin gleich fertig. Gleich. So, wartet. Sie wurden erwartet. Ja, das ist schön. Auch hier haut das mit dem Mausrad nicht hin. Das ärgert mich schon ein bisschen. Egal. So, nehmen wir den hier. Ja, bitte. Passt. So. Und tschüss. Sie sehen nicht gut aus. Na, das Sie wundert mich überhaupt nicht. Das gut aussehen bei dem Spiel geht gar nicht. Also, pff. So. Welche Seite nehmen wir? Ich würde sagen, gleich die hier. Ich muss nebenbei mich sogar aufs Atmen konzentrieren. Auf das ich nämlich schon öfters hier zwischendurch vergessen tue. Vor lauter Anspannung. Okay. Da brauchen wir kein Licht. Oder vielleicht doch für die Ecken. Okay. Wow, 500. Das ist viel. Ja, ja, ja. Schön. Das hat sich was gebracht. Sehr gut. Aha. Diese Kakerlake. Dieser Speichellecker. Er nährt sich von mir und meiner Arbeit. Ich muss noch herausfinden, woher er die Kombination für meinen Safe wusste. Doch dafür ist jetzt keine Zeit. Ich bin so nah dran. Niemand kann mir diese Daten je wieder nehmen. Es sind meine. Meine. Der einzige Weg. Wer auch immer den Safe als nächstes öffnet, sollte bereit sein, den Preis dafür zu zahlen. Super. Das sind ja wir dann, ne? Ist immer das Gleiche. Es ist immer das Gleiche. Immer. Und wie wäre der Code? Das sagen sie uns nicht. Ist das richtig so? Nein, doch, oh. Na. War nicht richtig. Ich habe nur gedacht, ne, vielleicht. Schluck, Alter. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir das Ding noch brauchen werden. Oh je. Oh je. Oh je. Oh! Hätte ich jetzt fast nicht gesehen. Puh.
Alter Schwede. Oh je. Also, meine Lieben, wir werden jetzt verrecken. Alles klar, soweit? Oh, Scheiße. Ich habe gerade was sehr, sehr Schlechtes für uns gesehen. Schaut's mal da oben. Okay. Ich glaube, da geht's nicht weiter. Doch, da geht's weiter. Ich weiß. Ich will aber nicht. Oh, Scheiße. Okay, ich habe keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen. Ich vermute mal, dass diese Rädchen da was bewirken. Ob ich die jetzt anschießen soll, ich bin mir nicht so sicher, ob das schlau ist. Da hoch wäre vielleicht eher, hm? Kommt man da hoch? Nö. Da drüben vielleicht? Brauch's gar nicht glauben. Hä? Was muss man denn jetzt machen hier? Muss ich die jetzt echt... Ich verstehe. Ich bin schon dahinter gekommen. Was wir gerade vorhin geübt haben. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Wir hatten gerade vorhin geübt, dass man diese Falle hier... Sie sehen gar nicht gut aus. Hallo. Dass wir diese Falle da für unsere Gunsten verwenden können. Dass wir den quasi als Lift verwenden können. Okay. Ich habe schon... Habe ich schon verstanden. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber ja. Ich hab's gewusst. Ich meine, in einem Punkt hatte ich ja recht. Das habe ich richtig gedeutet, dass wenn wir das anschießen, dass das Ding runterfällt. Das ist es schon mal was für meine Verhältnisse. Das ist schon mal zu schlecht. Mein Kopf arbeitet langsam, aber er arbeitet. Boah. Man möge es nicht glauben. So, dann sammeln wir wieder alles ein. Kavusch. Bitte zusammenschlagen. Die Firma dankt. Was? Jetzt war nur eines da? Oh, ist das glücksbedingt? Echt? Boah, das wird's aber... Ja. Dann werden wir es nochmal anhören. Diese Kakerlake, dieser Speichellecker, ernährt sich von mir und meiner Arbeit. Ich muss noch herausfinden, woher er die Kombination für meinen Safe wusste. Doch dafür ist jetzt keine Zeit. Ich bin so nah dran. Niemand kann mir diese Daten je wieder nehmen. Es sind meine. Meine. Der einzige Weg. Wer auch immer den Safe als nächstes öffnet, sollte bereit sein, den Preis dafür zu zahlen. So. Das hätten wir. So. Jetzt nicht runterhüpfen. Sondern. So. Jetzt drauf. Dann. Was zum Teufel? Wo kommt der jetzt her? Hinter uns. Ihr braucht euch gar nicht so abhauen wegen mir, ne? Also diese Schadenfreude von euch ist wirklich unglaublich. Sie sehen nicht gut aus. Ja, ja. Sie sollten besser auf sich aufpassen. Dieser Sarkasmus wieder, ne, in ihrer Stimme. Sie sollten besser auf sich aufpassen. Sie armer alter Trottel. Alter, ich kann euch bis hierher lachen hören. Könnt ihr aufhören damit? Es ist echt... Es ist nicht nett. So. Also, alles klärchen. So, Waffe. Ich glaube... Na, Pistole ist mittlerweile am liebsten. Dab, 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 dab. Nochmal alles von vorn. Ich dachte schon, da oben hängt was. La, 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 la. So, hier haben wir eh nichts.
So langsam weiß ich, wo die Items liegen. Ist ja unglaublich, oder? So. So, ein grünes. Da waren aber fix zwei, oder? So, nochmal. Diese Kakerlake, dieser Speichellecker. Oh, ich glaube, das braucht man nicht, oder? Ein Eintrag ist das nicht, oder? Ich muss noch herausfinden, woher er die Kombination für meinen Safe wusste. Doch dafür ist jetzt keine Zeit. So. Ich bin so nah dran. Vielleicht sollte ich auch die Lampe ausschalten. Nachladen. Boah. Und verbrenne. Na? Arschloch. Oh. Das wollte ich eigentlich nicht, aber das, ja, hat genau gepasst. So. Passt. Schön. Kontrollpunkt. Schlecht. Naja. Aha, da kann ich durchschleichen. Das werde ich brauchen auf Deutsch. Okay. Gut, dann schleichen wir uns mal. Ich hätte das Licht an. Das besser mit den Erschießen. Oh, das war falsch. Na, das war auch falsch. Ich habe keine Munition mehr. Das ist auch falsch, glaube ich. Ja. Okay. Ja. Alter. Keine Ahnung, ob ich gut ist oder schlecht. Oh. Ah. Ich glaube, das war nicht schlau, oder? Na, das war nicht schlau. Okay, diesmal war es eine Falle. Ich wollte es nochmal testen. Ach na, jetzt muss ich das Viech nochmal umhauen. Ah. Ich glaube, da wäre ein Explosiv. Ob ich das Viech reintreten könnte? Die Falle dann betätigen? Dann müsste ich nicht so viel... Muss eine Falle sein. Ja. Na, was du sagst. Du Schlauberg. Echt. 100 nur, was ist... 100 ist echt... Also so, zuerst ebnen wir uns den Weg.
Dann werden wir den vom Haken lassen. Versuchen ihn da reinzulocken, wenn es halt geht. Oder ist das Ganze komplizierter? Und wir müssen das zuerst runterlassen und ihn raufschicken. Ich glaube, dass der von selber da runterpurzelt, oder? Ich probiere mal was. Ich nehme jetzt mal die Flasche mit. Schleiche mich nochmal hier durch. Leg dann die Flasche weg. Mit ein bisschen Glück fällt er da rein. Da müssen wir schnell durchschleichen. Und dann schauen wir mal. Geht das überhaupt? Oh. Schauen. Na, klappt nicht. Wie erhofft. Das müsste aber reichen. Oh. Ja. Das hat gepasst. So. Na hoch. Passt. So. Geht ja. Okay. Jetzt kann man drehen. Och, komm. Ich habe geschlafen. Alter, ich habe geschlafen. Ja, dann können wir schon nochmal. Na! Der hängt noch dran. Weil. Naja. Aber hat hingehauen. Tja, sich jetzt halber verbrennen. Schön. Habe ich jetzt Ruhe? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich kommt, fängt das Spektakel nochmal an. Also gut. Jetzt schon, Gemma, 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 Gemma. Gut. Ja, ja, war klar. Oh je. Munition alle? Munition alle? Alter, ich hasse dich.
Das ist alles super, echt. Ach, geh, okay, ich hasse dich. Oh Mann, ich hab keine Munition mehr für nix und gar nichts. Echt. Was will ich denn mit solchen Waffen? Ach. Super. Ich habe jetzt eigentlich nichts mehr, ne? Alter. Ach, das wäre auch gegangen. Oder wie? Aha, da oben ist noch was. Aha. Okay. Ein Schlüsselchen. Wuhu. Supi. Sehr gut. Hallo. Sehr, sehr gut. Cool. Echt. La 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 la. Ich weiß, der Part ist vorbei. Aber ich wollte eigentlich noch schnell hierher. So. Na gut, ihr Lieben. Dann machen wir im nächsten Part weiter. Boah, ey, ist das übel. Das ist echt übel. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Und wir haben wieder mal keine Munition. Ja, dafür eine Granate. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.